Vor der Hölle hatte er speziell höllischen Respekt. Er sagte, so unruhig wie es da ist und so schlecht wie man das sieht. Und man sieht es in dieser Passage. Muss auch rauslassen und tatsächlich, er verliert einen Ski. Aber es geht hoffentlich und es ist. Gott sei Dank, alles gut. Der erste schwerere Sturz in diesem Rennen, das spricht für die exzellente Präparierung. Großes Kompliment auch an Rennleiter Heinz Mohr. Aber das war ein Fahrfehler und ich habe es ja gesagt, vor dieser Passage hatte er teuflischen Respekt. Und von einer Welle, von einer Rippe haut's ihm den Ski weg. Schauen Sie, da kommt er gar nicht mal viel dafür. Er hat zwar keine gute Linie gewählt, er wäre ohnehin fast an die Begrenzung gefahren. Aber er bekommt einen Schlag auf einer dieser Wellen und damit haut's ihm den Ski weg. Schauen Sie, da kommt er gar nicht mal viel dafür. Er hat zwar keine gute Linie gewählt, er wäre ohnehin fast an die Begrenzung gefahren. Aber er bekommt einen Schlag auf einer dieser Wellen.